Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie du es wahrscheinlich schon hörst, ich habe jetzt meinen Rode NT1A angeschlossen, weil ich einfach mal einen Vergleich haben wollte, was besser klingt, ob es Procaster besser klingt, ob das Rode NT1A besser klingt für Let's Plays. Ich habe schon mal festgestellt, also ich habe jetzt das Originalgebinde hier vom Rode, so wie es ist, den PSA1 Arm. Ja, wie auch immer, diesen Rode Arm halt, den originalen. Dann habe ich die passende Spinne für das Rode NT1A und die passende Spinne für das Rode Procaster. Mit dem Rode Procaster habe ich davor die Folge gedreht. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das ist. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Folge das hier mit dem Rode wird. NT1A wird. Die Lautstärke-Einstellung und alles ist gleich. Ich habe wirklich nichts verändert. Ich schwöre auf alles. Ich dachte erst, ich muss noch irgendwas lauter drehen oder leiser oder sowas. Das Einzige, was fehlt, ist der Fathead. Für das Rode Procaster benutze ich einen Fathead, um den Gain anzuheben. Also, ja, ist halt so ein bisschen technisches Thema wegen der Phantomspeisung. Das Rode NT1A braucht ja Phantomspeisung, dass man ordentlich Lautstärke gewinnt. Aber das Procaster braucht keine Phantomspeisung. Es braucht halt einfach nur ein Mischpult mit ordentlich Gain. Und dafür habe ich mir einen Fathead geholt. Und der sorgt dafür, dass das Gain halt richtig angehoben wird für so ein dynamisches Mikrofon. Weil das NT1A ist ja so ein Kondensatormikrofon oder Großmembrankondensator. Und die brauchen eigentlich nur in der Regel 48 Volt. Ja, jetzt bin ich ungefähr genauso weit entfernt wie von meinem Procaster. Ich benutze den originalen Popschutz zu der Spinne. Also ich kann den mal kurz wegdrehen. Ja. Also, ja, jetzt bin ich genauso weit dran, ohne Popschutz. Ja, genau, Popschutz. Da hört man es ja, dann klinge ich zwar richtig schön warm und kuschelig und wenn hier nicht gerade irgendwelche komischen Geräusche werden, dann könnte ich dir eigentlich auch eine gute Nachtgeschichte erzählen. Oder den Küsschen auf die Stirn geben. Ja, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich meine, der klingt jetzt sowas von unnormal warm und gemütlich. Schön, ruhig, basslastig. Solange man keine Explosionslaute spricht, also PB. Ja, sowas halt. Also jetzt habe ich den Popschutz wieder vorgemacht. Ja, wäre mal schön, wenn du in den Kommentar schreiben könntest, welches Mikrofon du besser findest. Das Rode NT1A oder das Rode Procaster. Also ich muss jetzt sagen, dadurch, dass ich den fast direkten Vergleich auf den Ohren habe, klanglich ist das NT1A wirklich sehr spitz. Man kann klar und deutlich reden, es kommt alles klar und deutlich rüber. Das Einzige... Ja, ich sag mal, man hört bei dem NT1A wirklich komplett eigentlich alle Nebengeräusche, die im Raum sind. Also meine Freundin neben mir sitzen würde und zockt, würde man hören die ganze Zeit in der Aufnahme. Ich quatsch hier schon wieder so viel, macht nicht, Entschuldigung. Ja, okay. Ja. Naja, ich erzähle das trotzdem noch kurz. Und das Rode Procaster, das ist halt wirklich so Sprache. Das NT1A, das Studio-Mikro ist halt wirklich im Studio gedacht. Und das Procaster ist halt für jeden. Ist halt ein Sprachmikrofon, kein Gesangsmikrofon. Und von daher ist da eigentlich der Unterschied schon klar, dass das Gesangsmikrofon wirklich in einem Raum sein muss, der sowas von entkoppelt ist, wo komplett eigentlich der Raum abgeschirmt ist von der Außenwelt, wo alles sowas von ruhig ist. Ja, mein Zimmer ist halt jetzt eigentlich ziemlich groß. Hier ist kaum Dämmung drin. Ich habe zwar ein bisschen Noppenschaummatte an die Wand geklebt. Die verhindert ja trotzdem nicht die Größe. Ich habe keinen Teppich, keine Jalousien, nichts, was den Raumhall so wirklich, wirklich ein bisschen abfedern würde. Ja, von daher. Ja, war es das eigentlich auch schon so mit meiner Erklärung. Wie gesagt, schreib in die Kommentare, welches Mikrofon du eigentlich besser geeignet findest. Was bist du denn? Schon lange kein Skyrim mehr gespielt. Schreib mir einfach mal in die Kommentare, was du besser findest, ob du das NT1A besser findest, also das Studio-Mikrofon, mit dem ich jetzt rede,
oder das Procaster, mit dem ich jetzt die ganzen Streams gemacht habe. Und also nicht ganz alle Streame, also ich glaube, ich hatte mir das Procaster ab Oktober geholt, also alle Videos, die ab Oktober, November. Bist du denn? Die ab da gedreht wurden und hochgeladen wurden, müssten eigentlich rein theoretisch mit dem Procaster gesprochen sein. Entschuldigung. Was halt im Weg, sorry. Was zum. Tschüss. Oh. Ja, so viel dazu. Okay, das wird NT1A, also ich spreche jetzt genauso nahe dran wie mit dem Procaster. Ob halt das Originalgebinde, so wie man es kaufen kann, mit der Spinne, mit dem passenden Popschutz dazu, mit dem Arm, Pipapo, Mischpult ist dasselbe dran. Oder Interface, heißt der Interface nicht Mischpult. Mischpult habe ich zwar auch, aber das benutze ich gerade nicht, weil es hat immer so ein komisches, nerviges Rauschen im Kopfhörer. Somit habe ich jetzt wieder mein Yamaha dran. Weil die scheint es irgendwie ein bisschen besser hinzukriegen wie Behringer. Also wenn du dir ein Interface holst, hol den Behringer. Bloß kein. Moment, nicht bloß kein Behringer. Behringer ist gut. Ich sag mal, wenn man es vielleicht in einer hohen Preisklasse besorgt, gibt es das Rauschen nicht, aber mein Scenic 1622 USB hat immer im Headset so ein Rauschen und wenn du nicht spielst und es gerade lautlos am Computer ist und du hörst die ganze Zeit dieses komische leicht Rauschen, das geht so auf den Sack. Und da dachte ich mir, boop, mach ich mal Yamaha wieder ran, die kriegen so viel besser geschissen. Scheiße auf Behringer. So, wo sind wir jetzt? Ah, hier unten, okay, bei denen. Gut. Ich finde auch, man kann bei dem NT1A so ein bisschen. Er ist halt so eine Erzählerstimme. So eine Erzählerstimmton. Man klingt jetzt nicht mehr wirklich wie so ein Radiomoderator, sondern eher so. Ich sag mal, ich hatte mir das Mikrofon damals eigentlich auch. Was heißt damals? Vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren aus einem gewissen Grund geholt. Ich wollte es ja damals schon, wo ich angefangen habe mit den ganzen Let's Plays, wollte ich ja irgendwie schon immer so ein richtiges Mikrofon haben. Dann hatte ich angefangen mit über Headset, bla bla bla, die Geschichte kennt ihr ja schon. Hatte dann das Auner 900S. Und ja, es hat eigentlich echt alles gut abgedeckt. Klingt sehr gut für den Preis. Ich glaube, das kam 60 oder 70 Euro oder 80. Viel war es nicht, aber war sehr gut für ein USB-Mikrofon. Und das NT1A, das war halt immer ein Traum, weil Gronkh hatte damals seine Minecraft-Videos aufgenommen und Gronkh ist jeden ein Begriff, sag ich mal. Also von daher. Ach, ja. Ey, lass mich wieder in Ruhe. Ja, wie gesagt, er hat damals immer seine Plays mit dem NT1 aufgenommen. Und von daher war ich einfach hin und weg. Einfach abends ein bisschen Gronkh reingezogen. Pipapo, bam, bam, bam. Perfekt einfach gewesen. Ich habe mich sofort in dieses Mikrofon verliebt. Weil halt einfach seine Stimme am besten mit zur Geltung kam. Jetzt benutzt er auch das Procaster. Ich glaube, das benutzt er auch schon eine ganze Weile. Ich hatte es mir eigentlich nur geholt, zwecks Livestream, weil mir da mal aufgefallen ist, wenn ich so gegen den Arm rumpel, so wie jetzt. Oder gegen das Mikrofon selber, dann man hört einfach komplett alles. Oh, Jungs, Mann, ey, erschreckt mich doch nicht. Alter Bruder, muss los. Bin ich tot? Nein. Nein. Ich bin ja nicht tot, oder? Ich bin. WTF? Nö. Kann ich nicht leben. Was? Hä? Woodside? Oder was ist das? 36. Gut, gehen wir hier nochmal runter. Lüder wieder? Ja, was aus. Ja, wie gesagt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was du besser findest, das NT1A oder das Procaster. Genau, ich wollte gerade den Grund sagen, warum ich mir das Procaster eigentlich geholt hatte. Wenn mir im Stream halt aufgefallen ist, wenn man mal lauter redet, lacht, schreit, was auch immer,
dann übersteuert das NT1A komplett. Kriegt gar nichts mehr geschissen, so richtig. Und ja, da hatte ich mir dann halt das Procaster geholt, weil es mir auch teilweise empfohlen wurde. Und dann hatte ich mich mal so ein bisschen drüber informiert, über dynamisches Mikrofon, was man da so beachten muss und so. Ich hatte erst überlegt, das Shure SM7B zu holen. Aber es kostet einfach mal 300 oder 400 Euro und da ich verdiene kein Geld mit YouTube, deswegen dachte ich mir, jo, du machst das Ganze nur hobbymäßig, da scheißt jetzt mal gekonnt drauf. Du kennst Rode, Favoritmarke des NT1A, hat mich schon hin und weg überzeugt. Das Procaster auch sehr gut, keine Frage. Es kommt allerdings, die Höhen, diese Klarheit, diese Verständlichkeit, die ist nicht so da wie beim NT1A. Man versteht einfach jeden Vorwurf. Man hat trotzdem, man hat gute Bässe, sehr gute Bässe. Man hat klare Höhen, ein sehr warmes Stimmklima. Beim Procaster ist das Ganze eher so ein bisschen wie ein Radiomoderator, sage ich mal. Also, das sollte eigentlich funktionieren. Ja. So, jetzt muss ich mal hier kurz gucken, welche Schwierigkeit. Novize ist ja schon das Einfachste. Bin ich so schlecht? Alter, was ist denn los? Ja, und man hört halt, wie gesagt, beim Rode NT1A eigentlich komplett alles, was im Hintergrund passiert. Egal, ob irgendwas draußen langfährt, Krankenwagen oder so, wenn das Fenster offen ist. Es ist halt Wahnsinn, das Ding ist so präzise, genau, es nimmt komplett eigentlich alles auf. Aber wie gesagt, es hat halt für mich, ich finde es persönlich, hat es den schönsten Klang eigentlich, den es gibt. Das Procaster ist dagegen sehr, ich sag mal, ein sehr gutes Universalmikrofon, was eigentlich alles abdeckt. Ist jetzt meine Meinung. Gesang natürlich nicht. Für Gesang, da sollte man vielleicht was anderes nehmen. Aber ich meine jetzt so diese YouTube-Branche. Also, ja. Den Procaster macht man auf keinen Fall was falsch. Das NT1A macht man sowieso nichts falsch. Da muss man halt gucken, dass die Umgebung stimmt. Uff, Bruder, muss ich aber los, da muss ich aber los, da muss ich aber los, da muss ich aber los. Tränke gibt's ja auch noch, aber ich ganz vergessen. Wieso was Stärkeres? Dieser lappig hoch 10 die Wache. Schaden 15. Wieso ist er nicht rum? Nehme ich doch lieber das Ding. Okay. So, hier waren wir ja gerade eben schon mal. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt dann gleich hier wieder landen. Ansonsten war das Ganze nämlich für die Katz. Ja, also wie gesagt, wie ich jetzt schon fünfmal gesagt habe oder so, schreib einfach mal in die Kommentare, welches Mikrofon für dich sich sehr angenehm anhört. Dann würde ich nämlich damit weiter aufnehmen. So, jetzt die Let's Plays wie dieses. Oder auch weitere und dann für Streaming halt das Procaster. Oder allgemein halt die Mikrofone so. Dann muss ich mal gucken, wie ich dann das andere benutze. Ja gut. So, da sind wir erstmal eigentlich ganz gut durchgekommen. Ting-Tang. Blablabla, bing-bing. Okay, ja, lol. Ich hab mich gesehen. Ich hab ihn auch gesehen. Aber ich war schneller. Ich ergebe mich. Hör auf, dich zu ergeben, Girl. Sind nicht so ein Mist hier. Wir ergeben uns nicht. Wir kämpfen. Moment. Bin hier noch nicht fertig. Ich glaube,
Bin ich hier doch fertig? Nee, ich glaube, ich bin hier doch fertig. Ja, aber ich muss doch irgendein Buch holen, oder? Ach, egal, komm, wir gehen erstmal hier rein. Mal gucken, wo wir da landen. Achso, und auf dem Mikrofon jetzt hatte ich sonst immer so einen kleinen blauen Windschutz drauf. Den habe ich jetzt nicht drauf, um möglichst genaue Klänge hinzukriegen, weil auf dem Procaster hatte ich sonst eigentlich auch immer Windschutz drauf, aber die Folge Skyrim davor, die letzte, die habe ich nicht damit aufgenommen. Damit das Mikrofon ein bisschen voluminöser, ein bisschen klangvoller klingt. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ergebnis sich anhören wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, wieder schauen, reingehauen, bleibt gesund. Jo, Renihauen.